Herzlich willkommen. Das Wochenende ist da, doch von Entspannung ist nichts zu spüren. Die Corona-Zahlen steigen und steigen. Der Landkreis Hersfeld-Rotenburg ist ab jetzt Hochrisikogebiet. Vor allem ganz Junge haben sich dort angesteckt. Ja, und gleich drei Bomben haben die Mutigen vom Kampfmittelräumdienst heute in Babenhausen entschärft. Das ist wirklich eine Hausnummer. Ja, und jetzt kommt ein Aufregerthema. Urlaubsreisen, in den Urlaub fliegen an den Ostertagen. Auf jeden Fall soll jetzt die Pflicht zum Corona-Test am Urlaubsort kommen, bevor die Heimreise angetreten wird. Und die Bundesregierung prüft auch noch generell, solche Auslandsreisen zu verbieten. Es ist einfach ein Aufregerthema, das ganz viele von uns bewegt. Ab in den Urlaub, Sonne, Strand und Meer genießen, davon träumen auch die Reisenden am Frankfurter Flughafen. Und das, obwohl ab Dienstag jeder von ihnen einen Corona-Test machen muss, wenn er zurück nach Hause will. Wenn es jetzt mit dem Test so gemacht wird, wie es angekündigt ist, finde ich es in Ordnung, weil dann wird mir direkt vor Ort getestet. Man hat einen negativen Test und dann finde ich, kann man auch ins Flugzeug steigen. Ja, das ist ja so, dass man dort nochmal getestet wird vor Abflug nochmal. Und wenn das so sein sollte, haben wir Pech, müssen wir dort bleiben, haben wir auch die Auslandsversicherung abgeschlossen. Und sich gut abzusichern, dazu rät auch Marcelina Strohbach. Sie hat ein Reisebüro in Frankfurt und Urlauber, die gerade auf Mallorca sind und diese Reise bei ihr gebucht haben. Obwohl Mallorca zurzeit kein Risikogebiet ist, müssen auch sie einen Test machen. Ich habe für meine Urlauber auch schon den Rückkehrertest gebucht, obwohl der gar nicht erforderlich oder zwingend vorgeschrieben war. Weil die Gäste auch selbst sagen, wir wollen einfach sicher gehen, wenn wir zurückkommen, dass wir negativ sind. Wir wollen danach wieder arbeiten. Sollte der Test aber positiv ausfallen, dann muss der Urlauber am Urlaubsort bleiben. Und das könnte für einige teuer werden, wenn sie nicht vorgesorgt haben. Der Pauschaltourist ist hier besser abgesichert, weil die meisten Reiseveranstalter sogenannte Protect-Pakete mittlerweile anbieten. Also die sorgen dafür, dass ich vor Ort an meinem Urlaubsort, zum Beispiel Mallorca, getestet werde, eventuell dann auch in eine Klinik komme und vor Ort eben dann die Quarantäne in dem gleichen Hotel, in dem ich gebucht habe oder in einem anderen Hotel verbringen kann. Das ist allerdings auch gedeckelt geldmäßig, im Regelfall bis zu 3.500 €, was ich hier so bei den Veranstaltern gelesen habe. Vor Urlaubsreisen mit dem Flugzeug warnt der Frankfurter Virologe Martin Stürmer. Zwar sei der Wunsch nachvollziehbar, die Gefahr aber nicht zu unterschätzen. Man muss das sicherlich anders bewerten als letztes Jahr, wo wir ja gesagt haben, Fliegen ist wahrscheinlich nicht ganz so dramatisch wegen der guten Lüftungseigenschaften im Flugzeug und wir tragen ja alle die Maske. Aber die Situation hat sich ja geändert. Wir reden über die neuen Varianten, die sich verbreitet haben. Die sind sehr viel effektiver bei der Ansteckung und damit ist ein Flugzeug meiner Meinung nach durchaus eher riskant zu bewerten. Und die mutierte Variante ist ein Grund, warum die Testpflicht für alle Reiserückkehrer kommen soll. Gelten soll sie Stand jetzt ab Dienstag, muss aber vorher noch vom Kabinett bestätigt werden. Ja, die Situation ist im Moment ernst und ab jetzt ist der Landkreis Hersfeld-Rotenburg Hochrisikogebiet, hat eine Inzidenz von über 300, das ist Spitze in Hessen und liegt auch in der Bundesrepublik ziemlich weit vorne. Überhaupt hat sich die Lage verschärft, wir liegen im Moment hessenweit bei knapp 130 Inzidenzwert und natürlich fragen sich die Menschen auch in der Kreisstadt im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, warum ist es eigentlich so? Markttag in Bad Hersfeld. Nicht viel los, trotz bestem Frühlingswetter. Kein Wunder bei einer Inzidenz von über 300. Marktbeschicker Martin Schnitzer spürt Unsicherheit bei sich und seinen Kunden. Ja, es ist weniger, die Leute haben schon Angst. Aber ich finde, die Stimmung ist so zwischen Ohnmacht, Hilflosigkeit und ja, Wut. Weil zurzeit alles nicht so läuft, wie man sich eigentlich vorstellt. Hersfeld-Rotenburg ist jetzt Hochrisikogebiet. Nicht nur in Hessen, sondern auch bundesweit einer der Kreise mit der höchsten Inzidenz. Dennoch wollen die Behörden keine weiteren Beschränkungen für die Bürger, weil sie die Infektionsherde eindeutig lokalisieren können, heißt es nach der Sitzung des Krisenstabes am Mittag. Das Gesundheitsamt konnte ganz klar Infektionsherde in mehreren Kindertagesstätten ausmachen, in mehreren Grundschulen. Und wir haben die Entwicklung festgestellt, dass mittlerweile 3/4 aller Neuinfektionen auf die britische Mutationsvariante zurückzuführen ist. Deswegen hat der Kreis in Betreuungseinrichtungen für Kinder die Notbremse gezogen. Krippen, Kitas und Schulen bis zur Jahrgangsstufe 6, sowie hier in Bad Hersfeld, sind bis auf die Notbetreuung geschlossen. Vorerst bis Mitte April. Die dritte Welle, wie es scheint, voll über den Kreis geschwappt.
Natürlich ist es traurig, dass man so weit oben steht, auch vor großen Metropolen, aber wir hoffen, dass der Spuk irgendwann mal hoffentlich vorbeigeht. Ich bin schon sehr erstaunt, dass es so hoch ist. Man hört es zwar immer wieder, aber dass es so hoch ist, weiß ich nicht, wo es herkommt. Ich denke mir mal, auch für die Geschäfte wird das dann auch wieder negative Auswirkungen haben. Der Einzelhandel muss hier ab Montag wie in ganz Hessen wieder zurück zu Click and Collect. In Gießen beispielsweise empfiehlt der Landkreis dazu einen negativen Corona-Test auch für Besuche von Friseur- und Fitnessstudios. Wir wollen aber nicht Geschäfte schließen und wollen aber trotzdem versuchen, die Inzidenz so weit wie möglich wieder nach unten zu bringen. Deswegen haben wir die Infrastruktur für Bürgertests hier im Landkreis Gießen ausgebaut. Trotzdem, ab Montag heißt es in Stadt und Landkreis Gießen kein Präsenzunterricht, außer für Abschlussklassen. Zunächst bis Ostern. Grund auch hier die steigende Inzidenz. Wie es mit Schulen und Kitas im Kreis Hersfeld-Rotenburg weitergeht, darüber soll in den kommenden Tagen beraten werden. Marktbeschicker Martin Schnitzer hofft, dass die Inzidenz schnell sinkt und er wieder mehr Kunden begrüßen kann. Tja. Diese Bombe hier, die sieht wirklich beeindruckend aus. Und die Mutigen, die sie heute in Babenhausen entschärft haben, die hatten wirklich einen ganz kniffligen Job. Bleibt es bei dieser einen Bombe, war die große Frage. Genau vor einem Jahr hat man im Stadtteil Harreshausen schon mal so eine Bombe gefunden. Eins war auf jeden Fall heute Morgen klar. Alle 1100 Einwohner dieses Stadtteils müssen raus aus ihren Häusern. An alle Bewohner von Harreshausen. Sie werden aufgefordert, ihre Wohnungen und Häuser zu verlassen. Ab ins Wochenende. Viele von der Bombenentschärfung Betroffene packen ihre Koffer und fahren weg. Auch René Richter mit Frau, drei Töchtern und Hund geht's ab zu den Großeltern. Wir hatten ja letztes Jahr auch schon die Erfahrung gemacht mit der Bombenentschärfung und von daher kennen wir uns aus. Der komplette Stadtteil Harreshausen muss kurzfristig ausziehen. Wer nicht zu Freunden oder Verwandten kann, muss in der Stadthalle in Babenhausen auf das Ende der Entschärfung warten. Wegen Corona werden hier aber nur 100 Personen reingelassen und die müssen Maske tragen. Das tut der Stimmung hier aber keinen Abbruch. Auch Ursula Kirchhöfer und ihre Mutter sind wieder entspannt. Vorher hatten sie aber ordentlich Stress. Ja, es ist halt aufregend, weil meine Mutter im Rollstuhl sitzt. Und sie nicht mit dem Transport halt fahren wollte, da wird sie immer übel. Und sie normalerweise gar nicht rauskommt von zu Hause. Wir mussten sie halt ins Auto reinschaffen mit Rollstuhl und alles eingepackt. Das war dann halt schon ein bisschen aufregend. Und das Ehepaar Hartmann wollte eigentlich zum Zahnarzt. Gerade gegenüber ist der Zahnarzt. Also dann gehen Sie hier raus zum Zahnarzt? Genau. Hierher. Genau. Ich habe meine Zähne vorausgeschickt. Die habe ich gestern schon hierher gebracht. Weil was kaputt war am Gebiss. Naja, mit Maske sieht's ja eh keiner. Aber dass Herr Hartmann seinen Zahnarzttermin nicht schaffen wird, war zu dem Zeitpunkt leider schon klar. Denn so eine Evakuierung dauert und ist erst vorbei, wenn der Polizeihubschrauber seine Abschlussrunde dreht. Ja, also nach unseren Erkenntnissen hat alles sehr gut funktioniert und die Maßnahmen wurden auch zum Großteil sehr gut angenommen, sodass wir da natürlich im zeitlichen Rahmen auch vorgehen konnten. Dann ist Harreshausen ein Geisterdorf. Die Bombenentschärfung beginnt und ist schneller vorbei als gedacht. Vor allem, weil die Bombenentschärfer handelsübliches Schmieröl dabei hatten. Also die Zünder waren in einem sehr guten Zustand. Die saßen auch nicht fest. Was uns natürlich auch gefreut hat, das lag auch an der Vorarbeit, einsprühen mit W40 zum Beispiel. Das hilft sehr, das ist ein Kriechöl. Dadurch werden die Gewinde schon ein bisschen entlastet. Und die Bomben wurden nach und nach entschärft. Zurück bleiben drei riesige Krater. Aber auch die werden in den nächsten Tagen vermutlich verschwunden sein. In Marburg kann ab heute der Impfstoff von BioNTech/Pfizer ausgeliefert werden. Das sehen wir jetzt in den Nachrichten mit Martin. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat nun die noch fehlende offizielle Zulassung erteilt. Mit dieser Entscheidung könnten Engpässe bei der Bereitstellung des Impfstoffs von AstraZeneca ausgeglichen werden. Es ist allerdings nicht bekannt, wie viel Impfstoff in Marburg bereits produziert wurde. In Hessen gibt es nun eine Impfallianz, damit nach Ostern auch Arztpraxen impfen können. Der Zusammenschluss aus Kassenärztlicher Vereinigung, Landesärztekammer, Hausärzteverband, Landesapothekenkammer und Apothekerverband mit dem Sozialministerium will nach eigener Darstellung den für 5. April geplanten Impfstand zügig und gut vorbereiten.
Das Problem zunächst, die Praxen in Hessen bekommen erst einmal nur 20 Impfdosen pro Woche. Und damit schauen wir auf die aktuellen Corona-Zahlen. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden sind dem Robert-Koch-Institut 1.684 Menschen in Hessen gemeldet worden, die sich mit dem Virus infiziert haben. 19 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Damit hat das RKI in den vergangenen 7 Tagen 8.155 Neuinfizierte mit dem Coronavirus registriert. Das sind 1.188 mehr als in den 7 Tagen davor. Die hessenweite Inzidenz ist auf 129,7 gestiegen. Für die am Sonntag in Darmstadt geplanten Anti-Corona-Demonstrationen hat die Stadt strenge Auflagen erteilt. Unter anderem müssen sämtliche Teilnehmer der Kundgebungen die wegen der Pandemie geltenden Sicherheitsabstände einhalten und Mund-Nasen-Bedeckungen tragen. Die Polizei kündigte gleichzeitig an, die Einhaltung der Verfügung scharf und konsequent zu kontrollieren. Soweit zunächst die Nachrichten. Erstmal weiter mit dir, Christine, und einem Beispiel dafür, wie wichtig gute Planung ist. Ja, besser kann man es nicht sagen, Martin. In solchen Containern sollten eigentlich Grundschulkinder betreut werden, bis ich herausstellte, die sind komplett marode. Ja, das ist ein Sinnbild, diese Container, für die Betreuungssituation an der Grundschule in Friedrichsdorf-Solberg. Eigentlich gibt es dort ein hochmodernes Betreuungszentrum. Problem nur, von Anfang an viel zu klein geplant. Die Container sollten Abhilfe schaffen. Sie schaffen gar nichts und der Frust, der steigt. Lotta und Leo gehen beide in die erste Klasse. 3 Stunden Wechselunterricht haben sie, dann geht's in die Betreuung. Doch dort sind die Plätze seit Jahren rar. Die Nachfrage ist größer als das Angebot. Das ärgert viele Eltern in Friedrichsdorf-Solberg mächtig. Wir haben ein Betreuungszentrum, das anfänglich für 120 Kinder geplant wurde. Das war schon bei Inbetriebnahme viel zu klein, woraufhin die Schule auch den Schulträger gebeten hat, für weitere Kapazität zu sorgen. Das hat der Schulträger dann in der Form versucht zu organisieren, dass wir weitere Container hier an der Schule bekommen. Anfang November sollte alles besser werden. Endlich kam das fliegende Betreuungszimmer. Mehr als 20 Container schwebten über die Grundschule, um dann neben dem Betreuungszentrum saniert zu werden. Denn diese sogenannten Raummodule haben schon so manche Rasselbande erlebt. Erst vor 4 Wochen stellte ein Statiker dann fest, die Container sind veraltet, verrostet, schlichtweg nicht mehr zu gebrauchen. Ortstermin mit dem Landrat, genervte Eltern wollen Klarheit. Die Eltern sind irgendwie, haben sich auch gefreut, als sie gesehen haben, dass die Module ankamen. Was ist denn aus Ihrer Sicht jetzt gerade falsch gelaufen, dass wir jetzt wieder dabei sind, die Module abzubauen, obwohl wir sie so dringend bräuchten? Die Module waren hier so nicht verwendbar gewesen. Ich bin trotz aller Misslichkeit froh, dass es gelungen ist, eine Lösung zu finden, dass neue Module jetzt kommen und dass die zügig aufgestellt werden können. Aber ich verstehe den Ärger, ich will das auch nicht kleinreden. Ich hätte mir auch gewünscht, dass es schneller fertig ist. Pleiten, Pech und Pannen, das hat in Solberg schon eine Vorgeschichte. Denn hier wurde neu gebaut, ohne dass der Bedarf überprüft worden ist. Und so gab es 2017 dann 120 Plätze für mehr als 190 Kinder. Mittlerweile sind es noch mehr, nämlich 240 Kinder, die einen Platz brauchen. Den Löwenanteil der Baukosten von mehr als 3 Millionen Euro hat Friedrichsdorfs Bürgermeister Horst Burkhardt aus der Stadtkasse bezahlt. Der ständig steigende Bedarf ging aber irgendwie am Bürgermeister vorbei. Wir hätten von Bürgermeister Horst Burkhardt gerne gewusst, warum in Friedrichsdorf das Betreuungszentrum viel zu klein gebaut wurde und die Container auch falsch angeliefert wurden. Leider stand er für ein Interview nicht zur Verfügung, hat uns lediglich schriftlich geantwortet, er habe von diesem Problem noch gar nichts gewusst. Eltern kritisieren, dass Friedrichsdorf im Speckgürtel Frankfurts Neubürger anlocke, aber dann unzureichend an Grundschulen mit anpacke. Das sei auch im Nachbarstadtteil zu sehen. Derweil hat Landrat Krebs für die Schüler in Solberg eine gute Botschaft. Ich kann den Eltern fest zusagen, dass wir mit Hochdruck daran arbeiten, dass nach der Sommerpause hier ein funktionsfähiges Modulgebäude steht, dass das neue Betreuungszentrum durch zusätzliche Räume ergänzt wird und dass damit auch die Schülerinnen und Schüler die Betreuung vollumfänglich nutzen können. Leo und Lotta freuen sich also auf den Sommer. Die Politik darf unterdessen erst mal klären, wer die rund 700.000 Euro für die neuen Container am Ende dieser Pannenserie bezahlen muss.
Wie wär's mit einem schönen Ausflug am Wochenende zum Beispiel in den Erlebnispark Steinau? Leider geschlossen wegen Corona. Christiane Rau erkundet diesen Sehnsuchtsort heute für uns. Sie ist ja wirklich mutig und nicht so schnell zu verschrecken. Aber heute kommt Christiane dann doch irgendwie auch an ihre Grenzen. So, als einziger Gast in einem Freizeitpark, irgendwie auch komisch, aber die Bahn habe ich jetzt für mich alleine. Die ganze Woche haben die Kollegen schon etwas neidisch zu mir gesagt. Du hast es gut mit deiner Serie. Allerdings, manche Fahrgeschäfte vertrage ich nicht so. Jetzt ist mir latent schlecht. Oh Gott. Also erstmal ein bisschen entspannen. Parkbesitzer Michael Zwermann hat sich für mich was Nettes ausgedacht, wobei ich heute im Park helfen kann. Und da kommt es schon. Was kann ich jetzt machen? Das Pferd dann mal beraspeln von oben. Okay. Und haben Sie schon mal was mit Pferden zu tun gehabt? Ich habe schon mal auf einem drauf gesessen. Von unten sehen die anders aus. Aha, ich bin gespannt. Hufschmied Sven Schneese macht vor, wie es geht. Hufe reinigen, schneiden und dann feilen. Die Feinheiten dann. So, wie oft sind Sie schon getreten worden? Wie oft? Ja. Alles zusammen? 3-mal. Das geht aber. Das geht, ja, kann man mit leben. So, und jetzt bin ich dran mit der Ponypediküre. Die Raspel arbeitet in diese Richtung. Ah, okay, alles nicht klar. Zurück. Gut. Es gibt ja bekanntlich für alles ein erstes Mal im Leben. So wird es auch gar nicht so einfach. Tatsächlich. Sieht immer einfach aus. Ja. Kann man es so lassen, Mann? Das meinen Sie? Das können wir so lassen. Ja. Okay, gut. So, war ja. 8 Ponys, 2 Pferde und 16 Esel gibt es im Erlebnispark. Alle paar Wochen jeweils 4 Hufe. Ja, da hat man zu tun. Momentan ist im Park allerdings tote Hose. Leider. Aber ich sehe ja, ihr seid ja eigentlich quasi startklar, ne? Wir sind startklar. Wir bräuchten jetzt eigentlich nur das, was wir normale, wie es eigentlich so langläufig heißt, das Tor auf und los geht's. Auch der TÜV war schon da, hat alle Geräte abgenommen. Erstmal testen, ob die wirklich reibungslos funktionieren. Ach ja, nur fliegen ist vielleicht noch schöner. Nach dem Vergnügen wartet allerdings wieder die Arbeit. Die Fenster streichen mal weiß, die Fassade grau. Also streichen kriege ich hin, glaube ich. Das habe ich schon mal gemacht. Das sieht gut aus. Ich habe zwar nicht ideale Arbeitsbekleidung dafür an, aber wenn wir vorsichtig sind. Genau. In so einem Riesenpark gibt's ja immer was zu pinseln oder zu lackieren. Ja, hervorragend. Sie dürfen gerne hier bleiben. Nee. Ich will ja ein bisschen was erleben, wenn ich schon mal die Gelegenheit dazu habe. Mein letzter Tag der Serie. Da muss ich noch mal alles geben. Mission erfüllt. Ich kann nicht mehr. Bye bye, baby. Die Christiane ist wirklich eine Sportskanone. Schöne Serie diese Woche. Danke, Christiane. 2 Männer haben in Korbach einen Kinderwagen umgestoßen und damit den darin liegenden Säugling schwer verletzt. Jetzt kommen noch mal Nachrichten mit Martin. Die Mutter wurde leicht verletzt. Die beiden noch unbekannten Täter hatten zuvor versucht, der Mutter ihren Mund-Nasen-Schutz abzunehmen. Als sie sich wehrte, habe einer die Frau getreten, der andere den Kinderwagen umgestoßen, so die Polizei. Das 6 Monate alte Baby wurde mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Die Polizei sucht nun Zeugen. Weil sie den Behörden ihren Namen nicht sagen will, sitzt eine junge Frau seit 4 Monaten in Untersuchungshaft. Der Aktivistin werden gefährliche Körperverletzung und tätlicher Angriff auf Polizisten in Dannenröder Forst vorgeworfen. Da ihre Fingerabdrücke keine Übereinstimmung ergaben und sie auch keine Papiere dabei hatte, wird sie nun, solange sie ihre Identität nicht preisgibt, wegen Fluchtgefahr in U-Haft bleiben müssen.
Seit einigen Monaten ist ja klar, dass das Bistum Mainz die Liebfrauenschule in Bensheim nicht weiterführen wird. Jetzt wurde ein neuer Betreiber gefunden. Das einzige Mädcheninternat im Kreis Bergstraße wird in Zukunft von einem privaten Betreiber als kostenpflichtiges Internat weitergeführt. Von der privaten ISR International School aus Nordrhein-Westfalen. Dabei betonte das Bistum, die Liebfrauenschule bleibe auch beim Wechsel des Trägers eine Mädchenschule. Auch bleibe sowohl die Tradition einer christlich orientierten Bildung als auch der Realschulzweig erhalten. Das Bistum Mainz gibt die Liebfrauenschule aus Kostengründen auf. Der Präsident des Hessischen Landtags, Boris Rhein, hat heute im mittelhessischen Hadamar an die Befreiung der einstigen Euthanasie-Tötungsanstalt dort vor 76 Jahren durch US-amerikanische Soldaten erinnert. Es sei wichtig, immer wieder an die furchtbaren Verbrechen zu erinnern, die unter dem NS-Regime hier und anderswo verübt wurden, so Rhein. In der früheren Landesheilanstalt in Hadamar hatten die Nationalsozialisten von 1941 bis 1945 etwa 15.000 Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen ermordet. Die Opfer wurden vergast, durch Giftspritzen getötet oder sie verhungerten. Soweit die Nachrichten, weiter mit Christine und einem Lichtblick in dieser Zeit. Ja, Martin, und über diesen Lichtblick, da werden sich sicherlich auch einige freuen. Und zwar in Fulda. Da hat ab heute das Autokino offen. Das funktioniert natürlich nur, weil es ein ganz strenges Hygienekonzept gibt und weil modernste Technik eingesetzt wird, um Infektionsketten zurückverfolgen zu können per Tracking. Da wollten wir natürlich wissen, wie funktioniert das? Und jetzt ist unser Reporter Bernd Arnold live vor Ort. Bernd, wann warst du eigentlich das letzte Mal im Kino? So, jetzt geht's gleich los hier, live in die Sendung. Also, ist schon ewig her, war ein Tarantino-Film. Und ich hätte bestimmt nicht gedacht, dass ich gerade in diesen Zeiten ins Kino gehen würde. Aber es ist ja ein besonderes Kino. Und dieses Kino findet nicht statt, obwohl Corona da ist, sondern es ist eigentlich eine Corona-Geburt. Und wie das zustande kommt, das muss uns der Alexander mal persönlich erklären. Ja, tatsächlich ist es so, wir haben letztes Jahr damit begonnen, das erste Mal Autokino zu machen. Eigentlich sind wir in Event-Location, machen Hochzeiten, Familienfeiern, das ist unser Kerngeschäft. Und so haben wir die Chance damals letztes Jahr genutzt, dass wir einfach den Platz auch beleben konnten. Und es war möglich für uns und so kamen wir zum Autokino. Es ist noch nicht ganz voll, trotzdem, heute ist schon mal ausverkauft, morgen ist ausverkauft, habe ich gehört, übermorgen auch. Was haben diese Menschen, die jetzt da in den Autos drin sitzen, was haben die gemacht, dass sie überhaupt hierher durften? Ja, sie haben sich online registriert, sie haben Tickets gekauft und die Corona-Daten abgegeben. Und ja, dann sind sie hergekommen und jetzt sind sie da, jetzt geht's gleich los. Ein ganz wichtiges Teil, das ist neu, Hygienekonzept haben wir gehört, klar, ist dieser Tracker. Vielleicht können wir gerade mal vorführen, wie das funktioniert. Und zwar, wenn ich jetzt, also normalerweise ist ja ein bisschen komisch, weil von Auto zu Auto kann man sich ja eigentlich nicht anstecken. Aber vielleicht will ich mal raus, vielleicht ist da eine Schlange und dann komme ich vielleicht jemandem zu nahe. Und dann könnte Folgendes passieren. Wir kommen uns jetzt nicht zu nahe, aber wir spielen es jetzt mal durch. So, also auf jeden Fall leuchtet es schon mal auf, sagt mir, hey, pass mal auf, geh mal weg von dem Mann. Ja, und es piepst. Jetzt bin ich gewarnt, aber nicht nur das, sondern jetzt passiert noch was. Das erklärt uns jetzt der Jens Schmidt. Er ist Softwareentwickler und er hat dieses Gerät entwickelt. Übrigens eine hessische Erfindung sozusagen. Ganz genau, entwickelt in Fulda. Und wir können noch hochgenau Kontakte nachverfolgen, auf 10 cm genau, natürlich anonym. Und wenn es zum Ernstfall kommt, dann lassen sich die Daten auswerten und dementsprechend nachvollziehen. Vom Handy weiß ich, misst ganz genau, auf 10 Meter weiß mein Handy, wo ich mich befinde. Was kann dieses Gerät? Genau. Wie schon erwähnt, können wir auf 10 cm genau die Kontakte erfassen. Und das ist natürlich viel, viel genauer als alle Handys, die es auf dieser Welt gibt. 10 cm genau, also wir kommen uns jetzt nicht so nah. Und Sie wollten das Zeichen geben, weil im Moment sehen wir noch die Werbung. Aber jetzt läuft der Film an. Ja. Übrigens ein Moritz-Bleibtreu-Film. Daumen geht hoch, läuft der Film an. Klappt's? Jawohl. Na, es dauert, es dauert. Jawohl. Dann lassen Sie... Jetzt da geht's ist los. Schwarz. Der Film läuft los, das hat schon mal geklappt. Was können Sie uns sagen? Wann dürfen wir wieder zu Ihnen kommen? Ich habe es ja schon mal erwähnt, denn ab morgen und übermorgen ist ja erstmal ausverkauft. Genau, Montag, Dienstag, Mittwoch sind noch Tickets verfügbar für die Filme. Auch der Film von jetzt, von Moritz bleibt treu. Ja, einfach buchen und hier sein. An Ostern allerdings gibt es ja eine Osterpause, denn Frau Merkel hat ja gesagt, Leute, bleibt zu Hause und da hält sich auch der Alexander dran. Also am Montag bzw. an Ostern gibt es keine Vorführung, aber dann wieder nach Ostern. Ja, danke schön, Bernd. Live aus Fulda, wo das Autokino losgeht. Und heute ist noch ein ganz besonderer Tag. Der 26. März ist nämlich ein Feiertag. Ja, ja, gut, mit den Feiertagen hat nicht so geklappt an Gründonnerstag. War vielleicht auch ein bisschen verbissen geplant. Dieser Feiertag heute ist der, den jeder zu seinem eigenen machen kann, wenn er nur will, Lust hat und kreativ ist. Und wer hat sich das ausgedacht? Dieser Mann.
Das ist der US-Amerikaner Thomas Roy. Kennen Sie nicht? Macht nichts. Er und seine Frau Ruth haben Spaß daran, Feiertage zu erfinden. Wie zum Beispiel den Iss-was-du-willst-Tag. Den Geh-mit-deiner-Zimmer-Pflanze-Gassi-Tag. Nice plant. Oder den internationalen Tag des Frustrationsschreis. Aber sie haben sich auch was für den 26. März ausgedacht. Nicht den Hochzeitstag, nein. Es ist der Erfinde-deinen-eigenen-Feiertag-Tag. Welch eine Idee. Da haben doch bestimmt auch die Hessen ein paar Wünsche. Ich würde den Feier-deinen-Geburtstag nochmal Tag feiern. Weil Geburtstag feiern ist ja immer gut und dann macht man es einfach nochmal. Den Wasch-dein-Auto-Tag. Weil der Deutsche liebt sein Auto und dementsprechend würde ich mir wünschen, dass an diesem Tag jeder Deutsche dazu aufgefordert ist, sozusagen sein Auto waschen zu dürfen. Ich würde mir wünschen, ein Huggy-Day, in dem man sich jeden Tag mal an einem Tag im Jahr umarmt. Den Ich-darf-nur-Wein-trinken-Tag. Damit man für kurze Zeit alle seine Sorgen vergessen kann. Wir wünschen uns den Schokoladentag, weil genau. Schokolade wichtiger Bestandteil des Lebens ist. Ja. Ja, und macht immer froh. Ich würde mir wünschen, dass es den Sei-höflich-Tag gibt. Besonders in der jetzigen Zeit sind sehr viele Leute angespannt und patzig. Und wenn es ihn geben würde, müsste man den ganzen Tag freundlich zueinander sein. Und wenn man das nicht ist, müsste man eine kleine Strafe zahlen. Wir wünschen uns einen Ehre-deinen-Mitbewohner-Tag. Bei Mitbewohnerinnen, die Familie im Studium sind. Bei dem Sonnenschein und bei dem wunderschönen Platz hier müsste es einen Ohne-Corona-Tag geben. In dem Sinne muss ich jetzt leider meine Maske wieder aufziehen. Besser ist das. Und ja, wenn Corona irgendwann mal vorbei sein sollte, dann ist bestimmt jeder Tag ein Feiertag. Auf jeden Fall. Und ich mache heute diesen Tag zum Füße-Hochleg-Tag. Das geht aber leider nicht so gut im Studio. Ich bin nicht so gelenkig wie die Christiane. Und du? Das ist gemein. Das ist echt gemein. Ich bin um 21.45 Uhr nochmal da und mein perfekter Tag war der Ohne-Corona-Tag. Das finde ich super, da ja, schließe ich mich an. Den feiere ich sogar jeden Tag, wenn er dann da ist. 365 Tage im Jahr. Immer, auch 66 im Schaltjahr. Schönen Abend, bis später. Tschüss. Genau, Wolfgang Rossi jetzt mit dem Wetter. Machen Sie es gut.